Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Leadership. Heute möchte ich mal ein bisschen über Leadership sprechen und damit der Behauptung, ein brillanter Leader ist von unbezahlbarer Bedeutung. Was ist also ein brillanter Leader? Was macht ihn so unbezahlbar? Gehen wir mal der Frage nach. Die Essenz eines hervorragenden Leaders ist seine ausgeprägte Fähigkeit, Resultate und Ergebnisse zu erzielen. Als fähige Führungspersönlichkeit wirst du allein für deine Taten haftbar gemacht. Du hast die Verantwortung. Du bist verantwortlich für jegliche Handlungsabläufe innerhalb eines Unternehmens oder in dem Unternehmen, in dem du tätig bist. Nächster wichtiger Kernpunkt ist, wie vorhin angesprochen, Resultate erzielen. Natürlich darf keinesfalls außer Acht gelassen werden, dass du zur Mitarbeiterführung verpflichtet bist. Demnach bildet sich die zweite wichtige Sparte des Leadershipping im Resultate erzielen mittels deiner Mitarbeiter. Es geht vielmehr darum, Verantwortung an ausgewählte Mitarbeiter abzugeben. Du musst in der Lage sein, ihnen Vertrauen entgegenzubringen. Du musst deine Mitarbeiter delegieren können und Vollmachten erteilen. Du musst deine Mitarbeiter mit den nötigen Fähigkeiten ausstatten, um letzten Endes die anvisierten Ergebnisse auch erwirtschaften zu können und zu erzielen. Ein guter Leader wirkt auf seine Belegschaft positiv. Er wird als eine sehr inspirierende Person wahrgenommen und man hat Respekt von ihm. Und ein guter Leader motiviert seine Mitarbeiter. Dadurch steigert er die Arbeitsmoral und es wird effektiver gearbeitet. Was ist das Gegenteil? Ein schlechter Leader, der wirkt sich dekonstruktiv und ineffizient aus, was nicht dem Sinn des eigentlichen Themas entspricht. Führungskräfte sind Entscheidungsträger mit Tragweite. Es geht um die Aspekte wie Unternehmensziele, Effektivität und Effizienz, Einfallsreichtum und die Geldmittelverwendung, um nur einige Punkte aufzuzählen. Jede getroffene Entscheidung zieht entweder positive oder negative Konsequenzen nach sich. Und wenn du einige dieser Punkte, die ich jetzt gerade besprochen habe, an dir selbst entdecken kannst, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist, ein guter Leader zu sein oder zu werden.